Hallo zusammen, heute aus dieser Perspektive. Wir bauen schon wieder einen Motor aus. Diesmal von einem alten, schönen Smart, wie immer. Wir machen es heute ein bisschen anders. Was ich vorbereitet habe, ist, wir haben so einen Tisch, einen aus Metall zusammengebauten, mit Schwerlastrollen ausgestatteten Tisch. Und wir haben jetzt die komplette Achse auf den Tisch draufgesetzt. So, und jetzt nehme ich die vier Schrauben hinten ab. Das sind die von der Achse. Das ist hier vorne eine, diese und auf der anderen Seite die gleichen. Zu der Vorbereitung. Bis jetzt habe ich nur die Spritleitungen abgenommen und hier den Luftfilterkasten von oben, den Ansaugschlauch, rausgenommen. Das war's. Bis jetzt habe ich noch nichts gemacht. Was ich hier schon vorbereitet habe, ist Wasser rausgelassen. Und zwar an der Motorschraube, die unterste Schraube, die ist, die der Motor besitzt. Das heißt, das ganze Wasser ist von vorne bis nach hinten komplett durchgeflossen und ist rausgekommen. Stopp, gleich hier sitzt, ne? Was jetzt noch fehlt, ist Klima. Abknipsen bzw. abschrauben, die ganzen Kabelung, die Verkabelung vom Motor trennen und die Bremsanlage abtrennen. Da ist er, der Motor. Wunderbar. So, wir sind fertig. Der Motor steht samt Achse. Ist gar nicht mal so schwer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.